Drei Zeichen, an denen du erkennst, dass die Frau bereit ist, von dir geküsst zu werden. Nummer 1. Wenn die Frau von sich aus Körperkontakt mit dir sucht, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass du mit ihr diesen nächsten Schritt gehen kannst. Und dabei gelten wirklich die kleinsten Dinge schon als Körperkontakt. Dir muss klar sein, wenn eine Frau Körperkontakt mit dir aufbaut, dann macht sie das nicht aus Versehen. In den seltensten Fällen wird das aus Versehen sein, außer sie fällt vorwärts die Treppe runter und du musst sie auffangen. Das könnte sogar gestellt sein, das wäre dann eine Hochrisikonummer der Frau. Aber in den meisten Fällen ist es so, wenn die Frau mit dir Körperkontakt aufbaut, dann sei dir sicher, das passiert nicht zufällig, das passiert sicherlich geplant. Und wenn die Frau Körperkontakt mit dir aufbaut, also dich vielleicht leicht berührt oder leicht anstupst, es reicht wirklich schon dieses leichte Berühren am Arm, leichtes Berühren auf dem Oberschenkel, leichtes Berühren am Oberarm. Das sind schon Zeichen, die dir sagen, okay, sie ist wahrscheinlich bereit für den Kuss und da kann dann nicht mehr viel passieren. Also diese Anleitung ist natürlich gerade für dich, wenn du ein bisschen Angst vielleicht hast vor dem Moment, erster Kuss, wann soll ich es genau machen? Wenn sie anfängt von sich aus dich zu berühren, kannst du dir absolut sicher sein, dass sie bereit ist. Oder sowas wie, sie legt sich in deinen Arm, sie rückt die ganze Zeit näher zu dir ran, sie ist sehr nah an dir, obwohl sie auch weiter weg sein könnte. Das sind alles sehr klare Zeichen, dass du mit ihr auf eine oder auf die nächste Ebene gehen kannst, was dann in dem Fall auch der Kuss sein kann. Nummer 2 ist, dass sie über viele Dinge, die du sagst, künstlich oder echt lachst. Wenn du ein Date mit einer Frau hast und sie lacht sehr viel über sehr viele Dinge, die du sagst, dann ist das ein Zeichen von großem Interesse. Du wirst das merken und es wird dir so vorkommen wie, hey, die steht ja voll auf mich. Und Frauen machen das halt, um dir genau das zu signalisieren, um dir zu signalisieren, hey, du gefällst mir. Wenn sie über viele Dinge von dir lacht, wenn sie sehr oft interessiert nachfragt, was Dinge angeht, die du erzählst, dann kannst du dir sicher sein, das ist ein klares Zeichen dafür, dass sie bereit ist, mit dir den nächsten Schritt zu gehen. Dann kannst du sie küssen. Das erste Zeichen, also das mit dem Berühren, diese Körperlichkeit, ist ein stärkeres Zeichen. Wenn das vorkommt, dann kannst du dir wirklich fast hundertprozentig sicher sein, dass ein Kuss funktionieren wird. Wenn sie jetzt sehr viel nachfragt, sehr begeistert wirkt, viel lacht über das, was du sagst, das würde ich als schwächeres Zeichen, zumindest im Vergleich zum ersten Zeichen, benennen. Aber auch da kannst du zum Kuss ansetzen und höchstwahrscheinlich wirst du damit erfolgreich sein. Und der dritte Moment oder das dritte Anzeichen ist, wenn du selbst testest. Und das ist eine Sache, die kann ich dir immer wieder empfehlen. Ich nenne das Compliance-Tests, also Tests, die dir zeigen, ob sie bereit ist für den nächsten Schritt. Das könnte sowas sein, dass du von dir aus Körperkontakt aufbaust, dass du sie mal im Gespräch am Oberarm berührst, du sie mal im Gespräch antippst oder vielleicht auf dem Oberschenkel berührst, während du was erzählst und dann darauf achtest, wie sie darauf reagiert. Du rückst vielleicht ein bisschen näher an sie heran und achtest darauf, wie sie auf deine Annäherungsversuche reagiert. Und wenn sie positiv oder neutral darauf reagiert, dann werte ich das als gutes Zeichen und dann könntest du sie in dem Moment zum Beispiel küssen. Wenn du aber merkst, okay, der Körperkontakt irritiert sie noch, sie rückt vielleicht von dir weg oder sie wirkt ein bisschen verunsichert, wenn du sie berührst, dann ist vielleicht noch nicht der beste Zeitpunkt, um die Frau zu küssen. Dann muss sie anscheinend noch ein bisschen komfortabler mit dir werden. Und was du dann einfach machst, wir haben es in den letzten Videos schon ein paar Mal besprochen, dann verbringst du einfach ein bisschen mehr Zeit mit ihr, redest noch ein bisschen mit ihr, lässt noch ein bisschen mehr Vertrauen entstehen, indem ihr einfach mehr Zeit miteinander verbringt und checkst dann später mit diesen Compliance-Tests einfach nochmal, um zu schauen, okay, wie bereit ist die Frau denn jetzt? Ein anderer Compliance-Test, den du gerne benutzen kannst, ist, gib mir mal deine Hand. Ja, gib mir mal deine Hand. Wenn sie schon relativ weit mit dir ist, wird sie dir ihre Hand geben und wenn sie dir ihre Hand gibt, dann weißt du, okay, ich kann rein körperlich mit ihr wahrscheinlich auch auf eine andere Ebene. Wenn sie jetzt ihre Hand gibt, dann kannst du sie zum Beispiel einmal um ihre eigene Achse drehen. Es ist einfach nur, um zu schauen, wie bereit folgt sie bereits deiner Führung, ist sie bereit für den Körperkontakt und mit diesen Compliance-Tests kannst du halt schauen, okay,
Ist sie bereit für den nächsten Schritt oder eher nicht? Wenn sie irritiert scheint, wenn sie sagt, nee, wieso soll ich dir meine Hand geben, dann ist sie wahrscheinlich noch nicht bereit für den nächsten Schritt und dann auch wieder mehr Zeit vergehen lassen. Also es ist ein ganz einfaches Schema. Du musst dir da auch gar keinen Stress machen. Das ist wirklich nichts Schlimmes. Und es ist auch nicht schlimm, wenn du versuchst, die Frau zu küssen und es dann nicht funktioniert. Also das Schema ist einfach, du testest ein bisschen, berührst sie, flirtest ein bisschen mit ihr, kommst vielleicht ein bisschen näher, sagst, hey, gib mir mal deine Hand und guckst, wie sie allgemein darauf reagiert. Folgt sie deiner Führung oder folgt sie nicht deiner Führung? Ist sie komfortabel mit dem Körperkontakt? Ist sie es nicht? Na, das sind so kleine Vorstufen, sage ich mal. Ja, kannst du dir wie Treppensteigen vorstellen. Ja, du fängst sie auf der unteren Ebene an und berührst sie vielleicht ab und zu mal beim Reden, guckst, wie sie darauf reagiert und steigerst das Ganze dann langsam weiter nach oben. Und so einfach ist das. Und dann geht es natürlich darum, einfach den Kuss zu machen, einfach mal zum Kuss anzusetzen. Wenn du nicht genau weißt, wie du das machen sollst, habe ich dir ein Video gemacht, wo ich dir drei Kusstechniken zeige, eine für den Anfänger, eine für den Fortgeschrittenen und eine, wo man ein bisschen Eier haben muss. Das Video ist der erste Link in der Beschreibung, schau da gerne mal rein. Ist aber wie gesagt nichts Schlimmes und es ist auch nicht schlimm, wenn du versuchst, die Frau zu küssen und es dann nicht funktioniert. Wenn du nicht genau weißt, wann ist denn der perfekte Zeitpunkt, die Frau zu küssen, dazu habe ich auch ein Video gemacht. Zweiter Link in der Beschreibung, kannst du auch gerne mal vorbeischauen. Also wir fassen die Signale nochmal zusammen. Wenn sie körperlich wird, wenn sie von sich aus körperlich wird, wenn sie dich von sich aus berührt und es können kleine Berührungen sein, das zählt bereits, sehr gutes Zeichen. Wenn sie zweites Signal, wenn sie viel lacht über die Dinge, die du erzählst, viel nachfragt und allgemein sehr interessiert wirkt, sehr, sehr gutes Zeichen. Und das dritte Zeichen ist, wenn du anfängst, sie von dir aus zu testen mit sogenannten Compliance-Tests, um einfach zu gucken, hey, wie bereit ist sie, meiner Führung zu folgen? Und wenn du merkst, hey, das funktioniert, hey, sie ist in Ordnung mit dem Körperkontakt, dann kannst du auch dort zum Kuss ansetzen. Wie gesagt, schau dir gerne die Videos nochmal an, wenn du wissen willst, wie küsse ich sie denn jetzt? Wie komme ich denn dahin, die Taktik oder die Technik an sich? Und wann ist der perfekte Zeitpunkt? Diese Videos habe ich für dich bereits fertig gemacht. Erster und zweiter Link in der Beschreibung. Schön, dass du dabei warst. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich fürs Online-Coaching eintragen, wenn du da noch nicht eingetragen bist. Das Ganze ist kostenlos. Du bekommst nochmal einen Riesenhaufen an Zusatzinformationen, Zusatzmaterialien, die du nicht hier auf YouTube bekommst oder auch nicht in dem Podcast. Hier unter mir kannst du dich kostenlos eintragen. Unten rechts in der Ecke geht's zum letzten Video auf diesem Channel. Schön, dass du dabei warst. Bei Fragen gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns morgen. Bis dahin. Ciao.